Viele weitere von mir gedrehte Filme über Stell- und Campingplätze findet ihr auch direkt bei www.womoklik.de. Womoklik, das Original. Soeben fahre ich den Ort Lahnstein an und fahre beim Kreisel schon der Signalisation Wohnmobilstellplatz nach. Bei der nächsten Verzweigung spure ich rechts ein und fahre durch die Unterführung der Bahn dann links und folge dem Straßenverlauf ca. 200 Meter. Nun biege ich rechts in die Johannesstraße ein. Und schon sehe ich die ersten Wohnmobile beim Wohnmobilhafen am Kränchen. Ich fahre in den Wohnmobilhafen, suche mir eine freie Stellfläche und sehe plötzlich bei einer Parzelle eine Reservierung für Womoklik. Sobald ich parkiert und alles schön eingerichtet habe, gehe ich zum Kassenautomat und begleiche die Platzgebühr mit Geldscheinen und Münzen. In Reih und Glied stehen die Wohnmobile in vier Reihen. Zwischen den Fahrzeugen ist genügend Platz für ein geselliges Zusammensein. Zu jeder Parzelle gehört auch ein Stromanschluss. Die Stromsäulen sind münzbetrieben und lassen die Geldstücke von 10 Cent bis 2 Euro zu. Die Ver- und Entsorgung ist mit den getrennten Säulen gleich bei der Einfahrt des Wohnmobilhafens. Für das Grauwasser ist ein Bodeneinlass vorhanden. Leider wurde hier in Lahnstein kein festes Sanitärgebäude bewilligt. Dadurch war man auf eine Containerlösung angewiesen. Mittels Zahlencode, dieser steht auf dem Parkschein, kann man die Tür öffnen und den schlichten, aber sehr sauber gehaltenen Toilettenraum betreten. Es stehen je zwei Toiletten und Duschen zur Verfügung. Die Dusche ist münzbetrieben. Beim Infohaus ist der Zahlautomat und es gibt hier Informationsmaterial über Lahnstein und Umgebung. Gleich zwei Burgen kann man von dem Stellplatz aus sichten. Die Burg Lahneck und die Burg Stolzenfels. So, liebe Womoklik-Freunde, schön Wetter. Wir sitzen auf dem Bänklein, sind auch Wohnmobilisten. Und zwar bin ich jetzt in Lahnstein und diese Wohnmobilisten, die haben für uns was geschaffen, und zwar in Lahnstein einen schönen Stellplatz für, glaube ich, 60 Fahrzeuge. Und das ist die Anja. Hallo, ich bin die Anja. Und das ist der, ich sag Michael, er sagt es anders. Michael, ja. Michael, ja, tönt natürlich schon vornehmer. Also, wie kommt ihr drauf, hier in Lahnstein einen Stellplatz zu machen? Und wo hat es so ein freies Gelände für so viele Wohnmobile? Ja, wir sind selbst Wohnmobilfahrer und wir sind sehr, sehr oft hier mit unseren Hunden spazieren gegangen. Und haben immer diese Freifläche hier gesehen und haben uns Gedanken gemacht von der Lage her und allem, dass das mit Sicherheit ein sehr, sehr schöner Wohnmobilstellplatz wäre. Haben dann auch die Anfrage gestellt bei unserer Kommune und ja, nach einem Jahr haben wir dann eine Eröffnung gemacht und ja, und sind auch bis jetzt sehr zufrieden. Ich war gestern Samstag hier hingefahren, heute Sonntag noch da. Gestern war es ein bisschen bewölkt, Platz war aber voll. Jetzt sind wieder einige weggefahren. Das heißt, am Wochenende habt ihr viel zu tun. Jo. Die Anja vor allem. Anja ist zuständig für Reinigung. 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 Ja, ist auch was Wichtiges. Genau, richtig, ja? Muss ja auch passen. Sag mal, jetzt unter uns, die Wohnmobilisten, haben die Ordnung oder sind sie ein bisschen... 90% sind super. Super sauber, super klasse. Und die anderen 10%, was ist los?
die sehen das vielleicht nicht ganz so, ist aber nicht schlimm. Es ist jetzt kein Desaster oder sowas, ja. Also es ist gar nicht so schlimm, wie ich anfangs befürchtet hatte. Gut. Es ist wirklich absolut human. Also ihr habt ja zwei Container. Ihr durftet da nichts Festes hinmachen, darum diese Containerform mit Duschen und Toiletten. Ja. Die müssen ja täglich gereinigt werden. Daneben haben wir das Infohaus. Erzählt mal, wenn man hier hinfährt, wie muss man sich, oder die Reihenfolge, man sucht sich einen Platz, dann geht man zum Infohaus und dort hat es einen Automaten, genau, wo man zahlen kann. Genau. Wenn aber der Stellplatzbetreiber da ist oder das Paar, dann darf man ruhig ein paar Fragen stellen. Natürlich. Ja, es ist halt eben so, dass der Platz vom Grundsatz her autark gebaut ist, damit wir also auch die Möglichkeiten haben, oder sagen wir es mal anders formuliert, damit wir nicht permanent vor Ort sein müssen. Deswegen, der Kunde kommt auf den Platz, fährt entweder direkt auf den Platz drauf oder sucht sich erst einen aus. Dann haben wir vorne eine große Infotafel, wo er alle wichtigen Informationen erhält, kann dann an den Parkscheinautomat gehen und dann halt eben wählen, wie lange er bleiben möchte. Aber wir sind halt eben doch schon sehr, sehr viel vor Ort. Nicht immer, nicht permanent, aber doch schon sehr, sehr viel, ja. Ihr wechselt ab. Janja, dann wieder der Michael. Größtenteils eher. Und jetzt, warum kommt man hier hin, Lahnstein? Ich habe Burgen, sieht man hier. Ja. Zwei. Das wäre mal das Schloss oder die Burg. Stolzenfels, das ist auf der anderen Rheinseite. Und dann unsere Burg Laneck, die ist hier bei uns im Stadtteil Oberlahnstein. Ja, warum kommen die Leute hier hin? Ich denke halt eben, dass wir sagen können, dass wir vieles anbieten, was der Wohnmobilfahrer haben möchte. Wir haben die zentrale Ortsnähe, wir haben Gastronomie direkt in unmittelbarer Nähe. Wir haben sehr, sehr viele Radwege. Wir haben zwei Gewässer vor der Tür. Ja, einmal die Lahn und einmal der Rhein. Und ja, ich glaube, das ist all das, was der Wohnmobilfahrer haben möchte. Genau. Und dann gibt's, das wurde mir gestern hier auf dem Platz gesagt, wenn man runterfährt, ich glaube 800 Meter, Maximilian, oder wie das heißt. Das ist ein Brauhaus, das heißt, die brauen ihr Bier noch selbst, haben einen großen Biergarten dabei. Ja, das ist natürlich das, was überregional hier bekannt ist. Die Leute wissen das zum Teil schon, wenn sie hier hinkommen, fragen dann natürlich, wo ist das? Das ist halt eben vom uns aus vom Platz etwa 1500 Meter mit dem Fahrrad, 5 Minuten zu Fuß, eine 15 Minuten. Wir haben natürlich noch jede Menge andere Gastronomen, hier die Lahnhof, wir haben da vom deutschen Restaurant ein griechisches Restaurant, das ist schon alles. Also der hier hinkommt, hat schon eine große Auswahl. Und zum Einkaufen ist auch nicht weit, läuft man über die Brücke. Genau. Und was noch? Was gibt's noch hier? Lauter nette Menschen. Das noch. Eine schöne Altstadt, Weltkulturerbe, KD vor der Tür. Und was ist mit Hunden? Kein Problem. Sehr hundefreundlich, einfach an der Leine. Ha? Ja, das ist halt eben so, dass man halt eben hier, wenn der Hund nicht angeleint ist, wird man erst ermahnt, aber wenn es dann eine Wiederholung ist, dann wird man zur Kasse gebeten. Also, ich nehme es mir zu Herzen. Ich denke, das kennt man ja. Ja. Vielen Dank an Anja und Michel. Der Stellplatz grenzt direkt an einen Kinderspielplatz. Daneben befindet sich gleich die um 1130 gebaute Johanniskirche. Es ist die älteste Emporenkirche am Mittelrhein. Von ihr aus lässt sich gut Rad fahren. Als Beispiel 7 Kilometer den Rhein entlang nach Koblenz oder in die andere Richtung 12 Kilometer der Lahn aufwärts nach Bad Ems. Aisha und ich schauen uns den regen Schiffsverkehr an, bestaunen die kostbaren Frachten, die alle den Rhein hoch und runter gefahren werden. Unweit des Stellplatzes rheinabwärts könnte man das Hallenbad der Stadt Lahnstein besuchen. Auch die Innenstadt hat etwas zu bieten. Am Saalhofplatz befindet sich die Touristinformation und angrenzend die alte Stadtmauer mit dem 25 Meter hohen Hexenturm.
Gegenüber befindet sich die Stadthalle. Eindrücklich sind auch die schönen Fachwerkhäuser. Und überall stößt man auf Teile der Stadtmauer. Jetzt fahre ich noch durch eine schmale Gasse und dann zurück zum Wohnmobilhafen. Ich will aber noch mehr sehen und fahre mit dem Fahrrad der Lahn entlang an Parks vorbei bis zum Wirtshaus an der Lahn. Hier soll ja Goethe am 18. Juli 1774 ein Mittagessen eingenommen haben. Von hier aus hat man auch einen tollen Blick auf die Burg Lahneck. Etwas weiter oben komme ich an der Schleuse Lahnstein an. Das abfließende Wasser verrät mir, dass in Kürze ein Schiff die Schleuse verlassen wird. Die Bad Ems verlässt die Schleuse, fährt die Lahn hinunter und zweigt dann in den Rhein ein. Für uns geht es auch weiter, der Lahn entlang, bis zu einem Wirtshaus. Dort verspeise ich einen schön angerichteten Flammkuchen. Und so geht ein Tag zu Ende. Nachts bestaune ich noch vor dem Schlafengehen die beleuchtete Burg Stolzenfels. Und wie der Zufall will, ist heute eine Vollmondnacht. So viel Schönes an einem Wochenende durften wir erleben. Kommt her, bis bald, wir sehen uns in Lahnstein.